Okay, hallo YouTube. Wow, das fühlt sich komisch an auf Deutsch. Yay, deutsches Video. Woo! Yo, Rainbow hier und Sue. Und Hallo. hi. Und wir sind in Göppingen, in der Laser, also noch nicht vor der Laserdeckhalle, aber bald in der Laserdeckhalle für einen erneuten Nerf War und Battletag. Und dieses Mal habe ich die Sue mitgenommen. Das bin ich. Das ist Haha. yay, Sue. Genau, Links und so, ne, wisst ihr, und so Instagram und bla, wie immer. Und genau, das erst, weiß nicht, das letzte Mal auf, haben wir es gesehen auf der Fantasy Basel, also Ja, im offiziellen im Rahmen, genau. offiziellen Rahmen. Und da hatte sie nämlich dann gesagt, hat sie unter eins von den Bildern mit meinen Nerfguns gepostet, dass sie das unbedingt mal mehr machen muss. Und dann habe ich gesagt, du kannst Yes. nicht so leere Versprechungen in den Raum stellen und dann Nee, nicht machen wollen. eben. Deswegen habe ich es heute mitgenommen. Und ja, bist du, was erwartest du? Bist du gespannt? Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich hoffe einfach mal auf viel Spaß. Und ich habe ja gesehen, dass du deinen ganzen Guns eingepackt hast. Und ja, ich freue mich ein Nicht bisschen rumzuballern. die ganzen. Nicht Ja, mal mehr die fast alle. ganzen. Er sagt nicht alle, aber es sind fast Was sind denn alle. fast alle? Nee, ich Es hab. sind sehr viele. Es ist eine Tasche. Es ist eine Tasche. Es passt in eine Tasche. Das ist nur. Okay. Ja, gut. Ich denke, das ist so eine. Also im Rahmen der 180, die in meinem Raum, in meinem Zimmer sind, sind es Okay. nicht viele. Im Ja, Rahmen für okay. jemanden, der keine einzige hat, ist es eine Ja. ganze Menge. Genau, ich weiß selber auch nicht, was wir heute machen, weil diesmal ist ein anderer Veranstalter. Und zwar das gleiche Location, aber andere Veranstalter. Das heißt, ich weiß auch noch nicht, welche Spielmodi wir spielen. Es soll anscheinend ein Capture the Flag probiert werden, was ich sehr interessant finde, Okay. weil das Gelände sehr verwinkelt ist. Aber ansonsten werden wir einfach mal gucken. Wir werden dir erstmal noch in aller Ruhe, sobald wir rein können, die Blaster erklären und beibringen. Ein Ne? Tutorial Ein quasi. Das finde Tutorial ich gut. quasi, genau, wie das funktioniert. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf einen sehr lustigen Tag. Ich mich auch. Du hast noch nie Nerf gespielt. Nee, ich Oder? habe nur einmal eine Gun abgefeuert. Zweimal mit dir. Ach, mit Ja. mir, das war immer mit mir. Ja. War dein erstes Mal mit mir. Ja. Das zweite Yes! Mal auch. Das zweite Mal auch. Oh. Ja, Awkward. dieser Moment, wo du merkst, das ist ein blöder Witz. Ja, nee, wird total lustig. Genau, ich habe die verschiedenen Sachen vorbereitet, Pistolen, Einschüsse und alles mögliche Geschichten. Ihr, die ihr die Videos anguckt, ihr wisst, wie es geht. Und für die, die neu sind und deutscher Vlog und deutscher Beitrag und so, sagt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das findet und ob ihr das spaßig findet oder nicht, weil dann können wir das hier und da mal wieder machen. Du findest das spaßig? Sehr gut, wunderbar. Und genau, let's go! Ja. Let's go. Let's go, Eevee. Genau. Oder let's go, Pikachu. Welcher Typ bist du? Let's go, Eevee. Let's go, Pikachu. Nicht gespielt. Nein, lass mich in Ruhe Ich mit dem. übernehme jetzt das Video. Das Shame ist on you. Pokémon, oder nicht? Ja, es ist Pokémon. Da brauche ich die Bälle für, die ich auf die werfen muss, Ja. damit die dann da reingehen und dann Genau. nie wieder raus können. Ja, Es sei denn, genau. wenn ich sie rauslasse. Ja, genau. Und Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu sind so ein neues, altes Spiel. Das ist neu aufgelegt. Das kennt man eigentlich. Ah. Ihr kennt das. Ja. Aber. Ist, glaube ich, ein Generationenkonflikt hier. Ich weiß Ja, bist du alt. Furchtbar, ne? Ist schlimm. nicht. Okay. Nee, total gut. Nee, kenne ich nicht. Ja, Und das ist jetzt das. schon. Ja, jetzt, ja genau, jetzt kenne ich das. Jetzt mache ich das natürlich auch direkt. Das ist gar nicht fürs Handy, sondern für die Wii. Für die Für Switch. die Wii, für die Nein, für die Switch. Switch. Wer hat denn solche Konsolen? Ist es PlayStation oder nichts? Du. Okay. Ich nicht. Nintendo. Ah ja. Ja. N64. Ich habe eine Das gab's noch. Pokémon-Hose an. Die sieht man nicht. Guck Möchtest du mal. jetzt mal deine Hose in das Video halten? Das stelle ich Ja. mir jetzt interessant vor. Ja. Ich habe sogar einen Pokémon-Top an, aber ich will jetzt eigentlich nicht für einen Pulli hochziehen. Aber Das Video okay, geht schon für wieder euch. total falsch. Und auf meiner Leggings sind Jetzt. Glurak. Glurak. Eins. Da ist Glurak Okay. Nummer 1. Und da ist Glurak Nummer 2. Und das sind Pokébälle auf der anderen Seite. Da! Pokéball. Wo? Ja, das war awkward. Nein, das war total gut, Warum weil ist ein Hund? das ist Lorenz. Lorenz. Man kann Lorenz auch da rausnehmen. Lorenz passt auf das Auto auf und hat eine Ansteckblume, weil das gehört so. So Ja. ein Gentleman. So Ja, schon. ein Ja, ja. Gentle Dog. Ein Gentle Dog. Ja, süß, guck mal. Lorenz. Ich habe eine Ansteckblume. Wuff! Okay. Ja. Ja, schön. Schön, dass wir viel Blödsinn machen. Aber dafür sind diese ganzen Vlog-Sachen ja dann auch da. Nichts geplant und alles lustig. Genau.
Gut, dann gehen wir mal in Richtung des Kofferraums und gucken uns mal. Nee, eigentlich ist das Quatsch mit die ganzen Blaster, ja, Equipment und das ganze Zeug. Und dann geht's hoffentlich bald los. Die anderen sind dann auch bald da. Und yep, dann sehen wir uns später. Yes, bye. Bye. Hallo, da sind wir wieder. Nee, das funktioniert so nicht. Das funktioniert. So, das funktioniert so besser. Da sind wir wieder, wie versprochen. Wir haben jetzt, sind jetzt in der Halle, haben mal aufgebaut. Und ich wollte euch mal zeigen, was sie behauptet, was alles ist. Was definitiv nicht alles ist. Es ist nicht alles, aber nee. Es ist sehr viel. Nee, also, ne? Es ist viel. Na, gar nicht. Das ist nicht viel. Frag mal die anderen, die hier so reinkommen und hier so ankommen. Ich habe einfach nur gedacht, ich bin mal für alle Eventualitäten vorbereitet. Wir haben Einschüsse, ja? Wir haben Pistolenrunden, wir haben Megapistolen, falls wir sie brauchen. Wir haben unsere Semi-Standard 2S-Geschichten und wir haben unsere etwas größeren Integrationen und wir haben das hier, ja, bei Vortex. Und weil ich sie spielen will und weil sie geil ist. Aber das ist nicht viel. Für mich ist es viel, aber ich habe auch schon einen Liebling tatsächlich. Oh wow. Ja, und das ist der Liebling, bei die kann leuchten und das ist total cool. Fokus und so. Ja. Sehr geil. Ja, ansonsten sind wir hier drin jetzt und so langsam kommen auch die Leute. Da hinten ist schon ein Leut. Ein Leut. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Crashkurs. Machen wir. Damit du weißt, wie das alles funktioniert. Ja. Damit du nachher das auch nicht nur schön aussehen lassen kannst, sondern auch schön verwenden kannst. Ich dachte, darum geht's. Nee. Einfach nur aussehen. Ach so. Nee, ein bisschen, du sollst schon auch noch irgendwas treffen. Du kannst auch treffen. Treffen. Wen soll ich denn treffen? Dich, ich hab dich doch getroffen. Bitte. Nee, also, das kriegen wir hin. Jetzt machen wir kurz einen Crashkurs in die Bedienung von Blaster und so weiter. Und dann gucken Leute auch nicht immer so verwirrt, wenn wir hier noch mit der Kamera stehen. Und ansonsten, ja, dann bis später. Oh, let's go. Tschüss. Na, wie geht's uns? Super. Ja? Ja, anstrengend. Erster Tag Nerf? Ja. Und? Es ist super, es ist wirklich geil. Macht Spaß. Ja. Ist mehr Sport als erwartet, ne? Ja, tatsächlich. Weil ich eigentlich gar keinen Sport mache und deswegen so nach jeder Runde. Aber warte mal, wir haben kein Licht im Gesicht. Jetzt haben wir Licht im Gesicht. Man sieht uns. Yay. Yay, voll gut. Was war dein Highlight bisher? Dass ich jemanden das erste Mal getroffen habe. Das war das Schönste. Ja, das war super. Und dann das Highlight. Ja. Sehr gut. Das war sehr witzig. Wir spielen jetzt noch eine Runde Pistolenbattle. Wir haben unsere Megapistolen. Weil Mega zählen doppelt. Yay! Bisschen unfair, aber was? Nee, überhaupt nicht unfair. Und Schilde. Das ist unfair. Genau. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, ob man uns überhaupt hört mit den ganzen Idioten, die im Hintergrund babbeln. Aber wir haben nur einen kleinen Motor zu beklagen. Vorhin mal passiert. Aber ist nur ein Fang. Ja, kriegen wir wahrscheinlich wieder gerichtet. Muss ich nachher mal aufmachen, wenn ich zu Hause bin. Ansonsten, ja, machen wir weiter. Ja. Yay. Viel Spaß. See you next time. Hallo. So, da sind wir wieder im Auto. Warte einen Tag. Geil. Wie war's? Anstrengend, aber es war super cool. Also es war wirklich echt cool. Ja? Ich komme wieder. Das ist eine Drohung. Ja. Der Witz war, du warst die ganze Zeit bei mir im Team. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das Zufall war oder ob das der Veranstalter so war, so ja, die beiden, du ja, halt ja, zusammen ja, und so. Ja, irgendwie so. Weil ich habe dich irgendwie immer mal, aber ich durfte dich ja nicht jagen. Ja, das stimmt. Das ist blöd. Schade. Das nächste Mal müssen wir dir das sagen, nicht mit der. Ja, genau, so bitte nicht. Nochmal. Schön. Aber unsere Gewinnquote war eigentlich ganz gut. Ja, ne? Erstes Spiel direkt gewonnen, ne? Ja. Keine Ahnung von nichts, direkt gewonnen, los, zack, los. Genau, ich habe auch total viel gemacht. Ich glaube, ich habe am Anfang nichts abgefeuert, aber es war super. Sogar erste Runde, zack, vorbei. Was ist passiert? So, wie geht das? Ich habe noch 4 Darts. Ich habe nur 4 Darts verbraucht, so rum. Nee, war total geil. Hat eine Menge Spaß gemacht. Überraschenderweise kam noch eine Kindergeburtstagsgruppe mit dazu. Ja. Was die Dynamik der Spiele sehr verändert hat. Die hatten nämlich unendlich Leben. Die mussten nie raus. Die sind nie gestorben. Nee, die waren auch die waren nie fertig. So. Nee. Kinder, ja, mussten auch nie zurück. Nee. Die spawnen immer direkt am Ort. War total lustig. Ich bin dem einen, glaube ich, mal hinterhergelaufen. So, ich habe dich getroffen, du musst zu deinem Respawn. 2 Schritte später dreht er sich um und ich so, puff, hab dich getroffen, du musst zu deinem Respawn. Aber war geil. So, erste Mal nerven, erster Tag. Was ist so das Lustigste? Was ist dein absolutes High aus diesem Tag? Boah, das ist lustig, das Highlight. Ich fand echt dieses Deathmatch total cool. Also einfach in Teams quasi, sich gegenseitig so abfeuern, weil das irgendwie am spaßigsten war. Also Capture the Flag und so, das war ist zwar nett, aber es ist ein bisschen unübersichtlich. Gerade klar, wenn man es nur erstmal macht, denkt man sich so, ich
bin voll überfordert, um was zu treffen. Ich kann jetzt nicht über Taktik nachdenken. Deswegen, Deathwish war halt einfach entspannt. Also, ja. Ja, das war cool. Nice and easy. Ja, ich fand heute, es war ein echt ein interessanter Tag. Also wir waren insgesamt 5 Stunden am Spielen. Aber am Anfang ging die Zeit irgendwie gar nicht vorbei. Ja. Gefühlt nur gespielt. Ah, es ist erst 2:30, voll geil. Und dann haben wir zack, 4. Ja. So. Aber war schön. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, mich auch. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Ja, sehr gerne jederzeit. Und genau, wir haben nur einen Ausfall zu beklagen. Und das ist die Okeanos, die Strife. So wie das riecht, denke ich, da ist ein Motor durch. Ja. Ich stell ihn dir nicht in Rechnung. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es. Ich weiß noch nicht, ich muss erst aufmachen, was da ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hinweisfehler meinerseits war oder ein Bedienfehler deinerseits. Keine Ahnung. Aber bis dahin hat sich das gut gemacht. Jo. Nein, Quatsch. Also ich denke mal im Ernst, Leute, da war wahrscheinlich irgendwie ein Motor, der durch einen Dart einfach geblockt worden ist. Und das muss ich jetzt mal aufmachen und dann gucke ich mir das mal an. Okay. Und dann sehe ich das schon. Aber ansonsten. Schlimmes. Ja, nee, geht schon. Passiert einmal. Muss ich meine Rente auflösen? Was meinst du, wie viel Blase ich... Nee, Quatsch. Okay. Was meinst du, wie viel Blase ich schon geschrottet habe in den Spielen? Also das gehört schon... Das ist so dieses Thema, ne? Das hatten wir ja. Da moddest du und da bastelst du so Blaster richtig geil und steckst da Stunden Arbeit rein und nachher ewig viel an Material. Und es ist aber am Ende des Tages immer noch ein Spielzeug. Also ich werde immer mit meinen Blastern auf jeden Fall auch spielen. Und dann passiert sowas und dann ist unter Umständen deine ganze Arbeit kaputt. Ja. Ich meine, ich muss jetzt nicht neu malen, aber ich muss auf jeden Fall... Ja, letzten Endes kann man es an die Wand hängen, dann sieht es immer noch gut aus. Ja, genau. Man kann es immer noch aufhängen. Nee, total geil. Also, schöne Sache, schöner Tag. Ja. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Heimfahrt. Das ist richtig. Die kriegen wir auch noch rum. Irgendwie. Voll motiviert. Und ja, dann, genau, an euch da draußen, sagt mir mal, wie euch dieses Vlog-Gedöns gefallen hat und so weiter. Und vor allem Videos auf Deutsch ist für mich ja total was Neues. Ich mache das ja nicht so. Finde ich auch irgendwie, fühlt sich auch komisch an. Nicht? Nee, fühlt sich gut an? Ich finde es besser, ich bin nicht so gut in Englisch. Okay, nee, das geht schon. Ich kann so vieles nicht. Ach, Deutsch Quatsch. Schon. Ach, Quatsch. Nee, genau, dann sagt ihr mir mal wieder, was ihr davon haltet. Dir vielen Dank, dass du dabei warst, für auch nicht nur zum Spielen, das hat total viel Spaß gemacht, aber auch eben für dieses Vlog-Projekt. Ja. Wie auch immer ich das nachher nenne, ich weiß das noch nicht. Ich bin awkward vor Kameras, aber ist das okay? Das ist völlig okay, dass ihr mir... Ich versuche auch die ganze Zeit so, wenn ich hier normal sitze, dann bin ich... Die Kamera steht voll doof. Dann muss eigentlich so... Hi. Hey, ist schon okay. Ja. Hi. Ja. Hi. Jetzt ist sie noch weiter weg. Nee, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch interessiert, was die liebe Su so macht, wenn sie in ihrem eigenen... In ihrem eigenen Welt... Wenn euch interessiert, was die Suso macht, wenn sie in der eigenen Welt unterwegs ist, dann ist das Cosplay und andere Dinge. Links sind unten, ne, und so weiter. Das war gar nichts. Das ist da. Ich verstehe. Moment, das hast du falsch rumgehalten. Das habe ich gar nicht falsch rumgehalten. Hä? Das ist so. Wow. Das ist ja komplett verwirrend. So, blastertime.eu, yay, hey Crime. Mal kurz Werbung zwischendrin. Nein, links unten und genau, Cosplay und all solche Sachen. Schaut euch das mal an, ist total geil, gefällt mir immer wahnsinnig. Also ja, und ist auch immer die Frau, die ich frage, wenn ich irgendwelche Kleinigkeiten bauen will von irgendwelchen Sachen. Ja, ist so. Ich finde das geil, machst du gut. Und genau, wenn ihr mehr Game-Footage sehen wollt, dann checkt auch. Gott, jetzt muss ich das auf Deutsch und auf Englisch, ist total geil. Wenn ihr mehr Footage von den Spielen sehen wollt, dann schaut euch das andere Video an, das ich auf Englisch gemacht habe. Da ist das Ganze von der First-Person-Kamera, wo hatte ich denn die überall? Ich glaube, in vielen Runden einfach dabei, auf die Blaster montiert, da ist das dabei. Sah echt cool aus, also echt wie bei Ego-Shootern. Genau, da könnt ihr ein bisschen Action sehen aus meiner Perspektive und die Sue hier und da am Dart suchen. Oder auch am Leute abschießen, das ist auch ganz witzig. Und genau, da könnt ihr euch das angucken und ansonsten, genau, wisst ihr, wie es funktioniert. Finde ich total geil, dass ihr das Video anschaut. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Ein Follow und Sub und all diese Geschichten. Wir leben für Nummern und all diese Sachen. Schaut euch meine Website an und wenn ihr Bock habt, auch mein Patreon. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr es geschaut habt. Und ja, bis denn dann. Love and Sunshine. Dankeschön. Tschüss. Ciao.